Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Pinewu 3 House of Horror. Der Gruselsimulator. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pinewu Drive. Und ihr erinnert euch, zuletzt hat meine Frau gespielt und sie hat versagt. Sie ist gestorben am Schluss. Und sie hatte keine Lust mehr, sie war entnervt. Und deswegen muss ich jetzt hier Tag 30 zu Ende bringen. Ja, und wir haben gelernt, Batterien sind Mangelware. Das heißt, rennen, so schnell es geht. Und bis zur nächsten Batterie rennen, dann wieder rennen und dann rennen und dann wieder rennen. So, okay, Tag 30 und es geht los. Und es wird schon wieder dunkel und es rumpelt, aber das ist mir gerade egal. Ich habe keine Zeit, Angst zu haben. Ich muss jetzt erstmal zur nächsten Batterie finden. Da waren wir rechts rum, ne? Man sieht ja nur den Boden. Ich werde es für euch im Renderprogramm etwas aufhellen, damit ihr ein bisschen was seht, im Gegensatz zu mir. Ja, das ist ein Blind-Let's Play in seiner Reinkultur. Ah, okay, da haben wir die Fußmatte gehabt. Batterie, ja. Alles klar, so, und wie geht's jetzt weiter? Moment. Ich habe gerade keinen Plan, einfach... Scheiße, ja. Batterie nachladen. Ich glaube, von hier bin ich gekommen, ne? Oder? Ich glaube, ich muss hier lang. Okay, rennen, 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 solange die Batterie noch hält. Und dann eigentlich immer den komischen Weg nach. Ja, ist gut. Scheiße. Links oder rechts? Ich gehe mal rechts rum. Immer weiter, immer weiter. Okay, alles klar, bestens. Dann war irgendwo noch ein Klo. Und das ignoriere ich mal. Ja, ist ja mal gut, weil das Klo, da war nichts drin. Da hat es nur gestunken und es waren Fliegen irgendwie unterwegs. Scheiße. Und jetzt? Ah, da lang. Da ist das Klo. Da gehe ich jetzt aber nicht rein, oder? Da ist das Klo, da gehe ich nicht rein. Das könnt ihr vergessen. Scheiße, dann weiß ich jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. Ja, no way back. Okay, es hat hier dicht gemacht. Scheiße, ich muss doch ins Klo rein. Weil sonst komme ich nicht weiter, ne? Dann macht das hier nicht auf. Ach komm, Betrug ist das. Okay, dann gehe ich rein, aber ich bewege mich nicht. Und wenn man sich bewegt, gibt es einen Lebensenergieabzug. Ich gehe jetzt wieder raus. Und jetzt habe ich keinen. Jetzt sehe ich schon wieder nichts mehr. Verdammt! Waren da Batterien drin im Klo? Nee, ne? Da war nichts im Klo. So, okay, ich guck mal auf den Boden. Aber selbst das nützt nichts. Also ich sehe jetzt gar nichts, ne? Jetzt hänge ich an der Wand, offensichtlich. Ach, Menno! Ich kann so nicht arbeiten. Also, auf dem Boden sehe ich ein bisschen was. Schlampe! Wo geht's weiter, ist die Frage. So, jetzt wären mal ein paar Batterien nicht schlecht. Jetzt habe ich mich. Bin ich in der Sackgasse. Das ist ein Regal, ne? An der Stelle mal wieder ein bisschen Werbung einblenden. Eine Frenkel frotzelt Fantasse. Kriegt ihr in der Videobeschreibung, ne? Also den Link. Okay, hier ist ein Regal, aber
waren da keine Batterien mehr. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinlaufen muss. Überhaupt nicht. Ja, da geht das Licht wieder aus. Ich habe Streichhölzer, aber es gibt hier keine Kerzen offensichtlich. Insofern, jetzt laufe ich im Kreis, ne? Oder wie? Mir ist das scheißegal, wenn das jetzt 100 Folgen dauert. Ich ziehe das durch, verflucht. Ach, Menno. Man muss es schaffen, irgendwie zum nächsten Punkt zu kommen, wo wieder ein Erschreckmoment ist oder wo dieses Mädel wieder auftaucht. Dann weiß man ungefähr, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber ohne Batterie ist das ein bisschen scheiße. Und es könnte sein, dass ich jetzt komplett zurücklaufe. Aber was soll ich machen? Ja, ich meine, ich muss mich ja irgendwie hier... am Regal. Einmal im Kreis, Herr Frenkel, das ist nicht schwer. War hier nicht irgendwo noch eine kleine Batterie rumgelegen? Darum geht's noch, oder? Nee, da ist eine Wand. Das Doofe ist, man kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Taschenlampe anmache, man kann die Wand nicht mal anleuchten. Ja, wenn das wenigstens gehen würde. Das geht aber nicht. Das geht nur in manchen Ecken irgendwie. So, jetzt ist die Batterie. Jetzt ist sie an, ne? Okay. Also das mit dem Regal war wohl falsch. Na, gehen wir halt langsam, es hilft ja nichts da. Jetzt hat er jetzt keinen Sinn zu rennen. Kann ich hier abbiegen und hier geradeaus. Von wo bin ich gekommen? Im Zweifel von geradeaus. Das heißt, ich biege jetzt mal rechts ab. So, wenn das rechts abbiegen war. Das ist alles nur grobes Schätzen. Vor allem ist da kein Licht. Da komme ich nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder auf dem Rückweg bin, ehrlich gesagt. Ob ich mich jetzt wieder gedreht habe. Ich weiß nicht mehr, wo die zweiten Batterien war, die meine Frau gefunden hatte. Weil mit Batterien ist das Ganze doch ungefähr 1000-mal einfacher. Scheiße, ey. Ein großes Lob an alle, die bis jetzt noch gucken. Dieses Let's Play. Dancing in the dark. Ich glaube, ich habe mich jetzt wieder umgedreht aus Versehen, aber... Dreck! Da ist jetzt mal ein bisschen wieder eine Wand zu sehen. Ha! Okay, hier waren irgendwo Batterien, glaube ich. Batterien sein. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Da war doch ein Raum hier und da waren doch Batterien, oder nicht? Jetzt geht wieder das Licht aus! Da war doch gerade was.
Ja, Himmelarsch. Hat doch gerade geleuchtet. Dann will mich jetzt verkackeiern, ne? Oder? Da sind doch Batterien, definitiv. Die liegen doch da. Okay, zur Tür. Finden. Wo war die nochmal? Da. Raus. So, jetzt nachladen. Die Frage ist, von wo bin ich hergekommen? Ich weiß nicht, ne? Aber hier ist richtig, weil es hat gerade geblitzt. Glaube ich. Ah ja, da war das Mädel wieder. Entschuldigung, dass ich erschrocken bin. So. Jetzt ging da irgendwie eine Wand zu dann irgendwann. Einfach immer geradeaus, das kann nicht falsch sein. Linda! Linda! Komm, ich hol dich raus! Aus den Klauen von Donkey Kong! Ah ne, das war ein anderes Spiel, ne? Jetzt wird's wieder... Ich bin zurückgelaufen, oder was? Scheiße, ich bin zurückgelaufen, ich Arschloch. Oder? Kacke. Bin, glaube ich, wirklich zurückgelaufen. Und jetzt wird's wieder schwach, das Licht. Ach, Mensch! Nein! Ich hab mich verlaufen. Gott, Kacke! Jetzt finde ich nie wieder zurück. Oh, Batterie, wo kommt die denn her? Ich hab mich doch nicht verlaufen, oder was? Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan, wo ich bin. Ich bin richtig. Und da ist die Mauer. Okay, alles klar. Jetzt ist da zu. Hier ist auch zu. Und jetzt hoffe ich mal, dass die dann gleich wieder aufmacht. Ich weiß nicht, meine Frau ist da ständig hin und her gerannt, glaube ich. Ne? Das ist wahrscheinlich der Trick. Keine Ahnung. Mann, ey, mir geht die Batterie aus, wenn ich hier noch länger rumrennen muss. Okay, alles klar. Und dann ist sie durch die Tür und dann ist sie gestorben. So war's, oder? Ne, hier waren wir auch schon. Und hier war nix, ne? Oder war hier nochmal Batterie? Oh, ein Schlüssel, genau. Ja, ja, mein Freund, der Arschloch-Clown. Ich finde, das ist ein schönes Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, kommt wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen und bye bye.